Also so dreist muss man wirklich erstmal sein. Drei Diebe fahren am helllichten Tag mit einem LKW bei einem Versandlager vor. Sie geben sich als Zusteller aus und packen mal eben hunderte Pakete ein. Vor den Augen der Firmenmitarbeiter und gefilmt von einer Überwachungskamera zieht das Räubertrio anschließend wieder ab. Zurück bleibt ein fassungsloser Händler mit einem riesigen Schaden. Es ist 4 Uhr, als am Dienstag vergangener Woche dieser LKW vorfährt. Ganz normal bei dieser Firma für Druckerzubehör bei Wuppertal. Die Überwachungskamera zeigt, die Männer tragen die roten Pullover vom Paketdienst DPD. Völlig chaotisch werfen sie die Pakete auf den LKW. Der Unternehmer wundert sich. Hab den einen auch verbal auch etwas lauter auf diese Art angesprochen, der sich aber dann auch nur bei mir entschuldigt hat und gesagt hat, wir müssen ja schnell zum nächsten Kunden. Sofort ruft Julian Zwers bei DPD an, um sich zu beschweren über die Art, wie seine Lieferung behandelt wird. Dort erfährt er, dass der LKW doch noch gar nicht bei ihm sei. Da erst merkt er, dass raffinierte Betrüger am Werk sind. Die mussten Insider-Infos gehabt haben. Sie wussten, wo stehen die Rollbehälter, wo sind die Kameras, weil teilweise ja auch die Gesichter zugehalten wurden. 700 Pakete sind weg, der Schaden 65.000 Euro. Und die Polizei findet heraus, das Kennzeichen des LKW ist erst kurz vor der Tat gestohlen worden. Wir gehen in diesem Fall ganz eindeutig von einem Bandendiebstahl aus. Ein Bandendiebstahl zeichnet sich auch dahingehend aus, dass dort arbeitsteilig und sehr professionell gearbeitet wird. Da war schon eine ziemlich kriminelle Energie mit im Spiel. 65.000 Euro. Auf dem Schaden wird Julian Zwers wohl sitzen bleiben. Denn bei Einbruch oder Überfall zahlt die Versicherung, bei Trickbetrug nicht. Noch immer ist der junge Firmenchef fassungslos. Ich habe selber nachgedacht, wenn ich vielleicht noch mehr gemacht hätte oder wären noch Forscher auf diese Personen drauf zugegangen. Wer weiß, was da alles hätte passieren können. Ne? Wenn diese Dreistigkeit, denke ich, wären diese Leute auch zu anderen imstande gewesen. Zwers hat sich geschworen, noch einmal passiert ihm das nicht. Künftig wird jeder Ausweis kontrolliert und sein Rolltor bleibt immer geschlossen. Besser ist das.